Der Sommer kommt und mit ihm die Mückenplage. Wie schützt man sich am besten vor den Blutsaugern? Unsere Versuchspersonen Luke Mockridge und Joyce Ilk testen unterschiedliche Mittel und treten gegen 4000 Mücken an. Diesen Ball an Wespen oder Ball an Fliegen, das kennt man so aus dem Cartoon, aber ob das jetzt so aussieht, ich weiß es nicht. Unser Versuchsleiter, Professor Dr. Heinz Mehlhorn, ist Parasitologe und hat schon unzählige Mückenschutzmittel an sich selbst getestet. Hier wurden aufgebaut verschiedene Mittelchen, von denen man glaubt, dass sie wirken, und welche, von denen wir wissen, dass sie wirken. In chemischen Mückenschutzmitteln ist oft DEET enthalten, eine Substanz, die unter Verdacht steht, Nerven zu schädigen. Gibt es alternative Mittel, die genauso gut schützen? Zitronen und Nelken, ist das? Oder sind das Wespen? Ich verwechsel das immer. Cola und Salzstangen? Nee, das ist Durchfall.